Nautilus, auch Perlboot genannt, gehört zur Klasse der Kopffüße. Sie gibt es schon seit dem Kambrium, also vor 500 Millionen Jahren. Von diesen lebenden Fossilien gibt es heute nur noch 6 Arten. Obwohl der Nautilus zu den Tintenfischen gehört, besitzt er ein Schneckenhaus. Wegen einer Gaskammer, die sich in einem Schneckenhaus befindet, bekommt er auch sehr gut Auftrieb. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Nautilus beträgt 20 Jahre.